target shields offline. Ist dem so? Ich weiß es nicht. Schau mal. Ne, okay, es ging ganz gut. 50.000 Credits. Alter, hier kann man echt sauschnell Geld machen. Finde ich gar nicht mehr so schlecht. Federal Assault Ship. Es macht irgendwie gerade Spaß. Vor allem, weil ich auch langsam wieder reinkomme in das ganze Spielchen hier. Das hat auch irgendwas Schönes. Ich muss näher ran. So. Mal gucken, ob ich wenigstens ein bisschen was wegziehen kann von der Hülle noch. Ich bezweifle es aber stark. Ja. So. Okay, Feuer. So. Ich glaube, wenn mich so ein Torpedo trifft, das ist auch nicht lustig. Oh oh. Okay, 50.000 Credits. Schön. Denk immer dran, dass es sich. Es kann sich schnell wenden. Ja. Ich glaube, die Torpedos, wenn mich treffen, dann ist Feierabend. Also für mich zumindest dann. Wo ist er denn? Also. Viper. 63%. Ich würde die Mission gerne abschließen hier noch. In diesem Run hier. Das Problem ist nur, es kann durchaus sein, dass ich vorher nochmal abbrechen muss. Ja, genau. Genau aus dem Grund nämlich. Jetzt hat er mich nämlich getroffen. Ich muss mir die Energie in die Schilde leiten, dass die sich schnell wieder regenerieren. Weil Schilde verlieren ist echt ätzend hier gerade. Das kann sehr schnell gehen, dass ich hier gleich einen auf den Deckel kriege. So. Thermische Überladung bei den Impulslasern ist auch immer schön. So. Nein. Das Problem ist, da kann sie, wenn die sich schnell wenden, dann auf mich zusteuern. So. So, wie schaut's aus? Okay. Energie wieder auf Waffen leiten. Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst. Okay. Ich appelliere was in die Schilde. Wir sind nämlich schon wieder bei unter 50%. Das ist ätzend. Oh, Alter, das war knapp. Werfe ich nochmal die Düppel eigentlich aus? Oh, da geht er. Nein. Komm her. So. So, komm her, komm schon, komm schon, komm schon. Thermische Überladung. Ich müsste mal so ein bisschen auf die Kühlung auch achten bei meinem Schiff, glaube ich. So, wieso kann ich die gerade nicht anvisieren? So. Shields offline. Oh oh. Canopy compromised. Taking damage. Okay. Alle Energie in die Schutzschilde leiten und Antrieb. Scheiße Waffensysteme, ich muss hier raus. Frameshift Drive. Das ist nicht gut. Vor allem, wenn ich einen Torpedo-Treffer abkriege, dann war's das. Alter, das kann nicht wahr sein. Frameshift Drive. Jetzt dieser blöde Planet. Frame
Shift Drive charging. 14. Ah, jetzt, Gott sei Dank. 4, 3, 2, so, 1, Energie. Glück gehabt. Das war mehr Glück als Verstand jetzt, dass ich noch entkommen bin. Glaube ich. Walker City. Jawohl, Ziel auswählen. Ein zweites Schiff greift dich an. Nun bin ich jetzt mal ganz schnell abgehauen. Knapp. Ja, das war wirklich, das war extrem knapp. Das war wirklich sehr knapp. Jetzt, dass ich, vor allem, dass ich den Torpedos, dass ich denen ausweichen konnte noch. Weil ich einfach so willkürlich geflogen bin einfach. Dass halt irgendwas, dass das halt funktioniert hat. Puh. Wie viel brauche ich denn noch? Ich brauche noch 3 Schiffe, glaube ich, ne? Halt, nein, hier. Oder? Wie viele Schiffe brauche ich denn noch? 4 Schiffe brauche ich noch. Schade. Auf jeden Fall gibt es ein bisschen Kohle dann. Ist ja nicht unbedingt schlecht. Das sind keine Torpedos, das waren, glaube ich, thermische Ladungen. Achso. Was auch immer, auf jeden Fall irgendwas hat auf mich geschossen. So, Walker City. Mann. Gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Hätte schlimmer sein können. So. Verlangsamen. Ja, ich verlangsame doch schon. Sehr gut. Kontakte. So, Walker City. Delay C, Lima, Oscar Romeo. Station services are prepped for your arrival. Greetings, Commander. Ja, hallo. So, am Booster aktivieren. Und durch geht's. Landeplatz 44, das wird jetzt mega. Scan detected. So. Das wird eng. Oh, hat sogar geklappt. Wo muss ich hin? 44. Wo ist denn 44? Da. Oh oh. Ja, das war zu schnell. Caution, extend landing gear. So. Landing gear deployed. Ich war ein bisschen zu schnell, glaube ich. Da ist 44. Das hört sich gerade in diesem Funk, hört sich das gerade an, als würde gerade ein Dalek reden. So. So, das hat nicht ganz so gut geklappt. So, Rückwärtsgang. Hallo? Yes. So, wo sind wir? Nase hoch. Einmal zurück, bitte. Zack. Halt. Komm. So. Steinhafendienste. Landing successful. Deploying ground services. Welcome, Commander. Ja, so. Alles auffüllen. Sehr gut. Kontakte. Obrigkeit, Kampfbelohnungen, Kontakt. So, beste Grüße. So, die Kampfbelohnungen. Sammeln wir auf jeden Fall mal ein. Dann haben wir die nämlich schon mal, dann verlieren wir die nicht. Obrigkeit, Kontakt. Alte Strafen. Okay, Strafen haben wir keine. Kampfbelohnung. Haben wir alles eingesammelt. Haben wir 673.000 Credits. Ist gar nicht mal so schlecht.
Schwarzes Brett. Die Mission kann ich ja noch nicht abgeben, wahrscheinlich. So. Nee, wer war denn das überhaupt? Genau, der hier war das. Nee. Verfügbare Missionen. So, zerstören Sie 6 Schiffe. Okay. Freedom Party nehmen wir an. Dann können wir das auch gleich mitmachen dann. Purple General, Vorstandsmitglied. Aha, Hauptmann. Was? Hauptmann Arnold Sergeant. Aha, Aufsteiger. Aha, okay. So. Weiter geht's im Programm. Starten. Ship restraints retracted. Clear for ingress. So. So, dann schauen wir erstmal, wie wir über die Masse-Dingens rauskommen und dann fliegen wir nochmal dahin. Und dann machen wir noch den Rest kalt. All clear. Stay safe, Commander. Okay, und Frameshift Drive. Und raus hier. Ich muss, glaube ich, hier zu dem Planeten da hinten, dann kann ich da hinten gleich einen Frameshift. Nee, da hinten muss ich, glaube ich. 4, 3, 2, 1, engage. Sehr gut. So. Kampfbereich weniger heftig. Ziel auswählen. Genau, wusste ich doch, dass das da hinten ist. Dauert ein bisschen, bis wir da sind. Es ist halt immer sehr viel hin und her gefliege auch. Verlangsamen. Nein, ich will nicht verlangsamen, ich möchte weiterfliegen. Ist immer, das ist eigentlich das Einzige, man ist halt sehr viel unterwegs, aber es macht trotzdem Spaß. Ist so ein bisschen schön, mal diese Ruhe vor dem Sturm zu haben. Ich glaube, das war hinten. Wo war denn das jetzt? Das letzte Mal bin ich unten lang geflogen, glaube ich. So, Moment mal. Ah ja, okay. Das ist, glaube ich, weniger gut. Jetzt hänge ich an einem Planeten, glaube ich, gleich dran. Ah, okay. Ich kann mir das nie merken, ob ich dann von links oder von rechts anfliegen muss, richtigerweise. Ich muss, glaube ich, von links sauber anfliegen. Beziehungsweise ist, glaube ich, genau in der Mitte kann das auch... Nee, ist, glaube ich, genau in der Mitte von den zwischen Ring und Planet. Ist eigentlich egal, von welcher Seite man kommt. So. Auf jeden Fall sind wir wieder da. So, bereit zum Dropout. Machen wir es wieder genau. Zack. Okay. Fraktion wählen. So. Na gut. Dann wollen wir mal. Feuer frei. So. Okay. Hauptlinie die Schutzschilde. Okay, das Schiff ist ätzend. Oh oh. Wo ist der? Der ist da und der freut auf mich. So, flüchten wir mal eben. Ich glaube, ich werde gerade von mehr Seiten beschossen, mein Schild ist mit offline. Ja, mein Schild ist mit offline. Okay, weg hier. Ja, ich muss vom Planeten erstmal weg. So, voll in den Antrieb. Ich
Darf ich denn die Düppel nochmal aus eigentlich? So. Ich hasse es. Das lief nicht ganz so prickelnd. 4, 3, 2, 1, engage. Weg. So. Erst kurz die Schilde mal wieder aufladen, dann fliegen wir wieder rein ins Gebiet. Okay. Schilde haben wir wieder. Das war ja nervig. So, Kampfgebiet. Wieder rein. Ja, ja, die 300 KB habe ich eingefordert. Das ist gar nicht, das habe ich gemacht auf jeden Fall. Fraktion wählen. Zack. So. Ein Kontakt verloren. Okay, wo sind die denn alle? Wo sind die denn? Ich sehe hier gar keine Feinde. Eine Feind habe ich. Under attack. Warning. Impulse attack. Trajectory disruption. Impulsangriff. Was auch immer ein Impulsangriff ist, ich habe keine Ahnung. Okay, ich lade mal einen auf die Schutzschilde. Aha. Ich müsste mal ein Ziel haben, wo alle drauf feuern irgendwie. Hier zum Beispiel, das. Der kriegt gleich gerade, glaube ich, gerade einen auf den Sack. Target Shields offline. So. Machen wir die mal mit platt. Zack, ist der kaputt. Schon mal gut. Gibt nicht so viel Credits, aber immerhin kommen wir ein bisschen näher. Okay, unsere Schilde sind offline. Oh, und es dauert noch eine ganze Weile, bis sie wieder aufgeladen sind. Ein bisschen draufballern noch. Das Schlimme ist, wir machen halt kaum Damage. So. Feuer frei. Ich kann mal so gerne so ein besseres Schiff einfach. Aber da müssen wir noch ein bisschen. Da müssen wir einfach ein bisschen sparen noch, glaube ich. Das Doofe ist, dass die Laser manchmal so dämlich ausgerichtet sind. Target Shields offline. Dass ich leider kein Damage mache. Sag mal. Ja, glaub ich, können manchmal meine Scanner stören, kann das sein? Weil ich ja das Ziel mal ab und an verliere. Ich wähle es auf jeden Fall nicht ab. Ich glaube, das ist irgendwas, was die machen dann. Halt. Sag mal, jetzt kommen wir her. Okay, Frameshift-Reif ist verfügbar, finde ich gut. Jetzt folgt eine harte und schwere Lektion. Na gut. Lass mich überraschen. Ob die wirklich so hart und schwer ist. Alter, ist doch nicht dein Ernst. Ich leite mal die Energie auf die Waffensysteme. Thermische Überladung. Ich müsste irgendwas wegen der Thermik mal machen, dass die Laser nicht so überhitzen.
Wenn man da überhaupt was machen kann, keine Ahnung. Nein! Da hat er mich getroffen. Das ist nicht gut. Ach du Scheiße. Wow! Alter. Boah, das war ein Lucky Shot von ihm. Habe ich noch Waffen? Hallo? Oh, ich habe ihn gerammt. Durchs Rammen habe ich ihn gekillt, glaube ich. Ach, weil ich den Frameshift Drive auflade. Drum. Ich gehe hier raus. Ich bin weg. Tschüss. Das war jetzt nicht ganz so toll. So. Wo ist die Station hinter dem Planeten? Was? Nächstes besseres Schiff. Cobra MK2, 73.000. Viper MK4, 470.000. Cobra MK5, 740.000. Das finde ich sehr gut gerade. Weil ich habe ihn durch Zufall nämlich einfach jetzt gerammt dann. Und durch das Rammen habe ich noch den Rest gegeben einfach. Das war so gar nicht beabsichtigt. Aber es ist schön, dass es geklappt hat. Finde ich gut. Hat auch was. 42% Hülle überlebt, das ist doch echt. Aber man sieht, das geht sehr schnell eigentlich, wenn man. Er muss bloß ein paar Mal richtig treffen und schon sind Schilde weg und Hülle weg und. Ja. Ist nicht ganz so toll. Also für mich. Cobra MK2, Viper MK4. Ne, die Frage ist, Jeremy, kannst du was Gutes empfehlen? Also kannst du ein tolles Schiff empfehlen oder eher nicht so? Weil ein bisschen Kohle habe ich ja tatsächlich. Wenn ich die Mission fertig habe, dann kriege ich bestimmt auch dann... Wenn ich das hier zumindest sehe von deinen Zahlen hier, dann kann ich mir zumindest jedes davon auf jeden Fall leisten. Die Frage ist halt, welches davon das bessere wäre. Da verlasse ich mich mal voll und ganz auf deine Expertise. Ich habe mit dem Cooper habe ich ja drüber gesprochen und so weiter gesagt, ich hätte eigentlich gern so einen riesigen Schlacht. Ich dachte, das Glas ist kaputt, aber es ist einfach bloß das Licht, was sie spiegelt. Eigentlich bräuchte ich so einen riesigen Schlachtkreuzer einfach, der 360 Grad Laser und Angriff und etc. hat. Kostet halt, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, die kosten, glaube ich, ewig viel. Da spielst du, glaube ich, 800 Jahre dann. Ich verlangsame ihn, ja. Aber sowas bräuchte ich eigentlich. Einfach, wo man draufballern kann. Und Dropout. So, hallo liebe Station. So, Kontakte. Orca City. DeLacy, Lima, Oscar Romeo. Station services are prepped for your arrival. Greetings, Commander. Finde ich gut, dass ihr mich willkommen heißt. Ich probiere es mal wieder mit einer epischen Landung. Ich hoffe, es funktioniert. Okay, das könnte schief gehen. Das geht schief. Caution. You are in breach of port protocols. Clear the station confines. Oh. Unable to grant request. Oh, ich bin reingeflogen ohne... Uah, fuck. Okay, ich bin wohl reingeflogen ohne Landerlaubnis. Die haben mir keine Landerlaubnis gegeben. Ich dachte, ja, die geben mir schon die Erlaubnis. Doof. Wieso haben die mir keine Landerlaubnis gegeben? Landing permission denied. Okay, ich habe keine Landerlaubnis. Föderale Korvette, 190 Millionen. Scan detected.
Ich glaube, ich habe mich nicht so ganz verhalten, wie es die haben wollen. Alles bestens, Kommandant. Einen schönen Tag noch. Ja, das möchte ich auch hoffen. Walker City. Unable to grant request. Ach so, ich habe noch eine... Verstoß in die Regeln des Sternhafens aufgerufen. Landeerlaubnis wiederhergestellt. Landing permission granted. Proceed to landing pad 1. Ich glaube ich, ein bisschen schneller reingeflogen bin. Kann das sein? Dann ist mir die Landeerlaubnis wieder entzogen. Ist das richtig? Das ist ja mies. Oder haben sie mir gar keine Landeerlaubnis gegeben? Auf jeden Fall war ich etwas nervös gerade, weil ich mich nicht abschießen lassen wollte von der Sternbasis. Wow. Bilderbuchlandung. Ich weiß ganz genau, der Jeremy... 1000 Meter from touchdown. So. So. Landing gear deployed. Nein. So. Sehr gut. Wie viel Geld hast du? Ich habe keine Ahnung. Dann können wir gleich mal gucken. Landing complete. Deploying ground services. Enjoy your stay, Commander. Finde ich sehr gut. Wie viel Geld habe ich denn? 673.000 habe ich gerade. Kontakte. So, ich muss eine Strafe zahlen. Glaube ich, habe ich eine Strafe? Ja. Ja, komm. Jetzt haben wir eine Strafe von 400 Credits. Und da kriegen wir noch 27.000. So, dann haben wir das. Haben wir alles eingefordert. Finde ich gut. Gut, wir gucken mal ganz kurz in die Werft. Also, Jeremy meinte Cobra MK4. Gucken wir mal eben. So, was war das? Viper MK3, Cobra MK3. Viper MK4. Die Cobra gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Kann das sein? Cobra MK4 gibt es hier nicht. Es gibt nur die Viper MK4 gibt es hier. Die könnten wir uns holen. Also 700.000 hätten wir. Die kostet 743. Wir kriegen aber, glaube ich, für... Warte mal, Kaufoptionen. Ich schau mal eben. Kosten für neues Schiff. Teilewechsel bei aktuellem Schiff. Wir würden sogar noch einen Gewinn machen aktuell. Also 1,3 Mille könnten wir für das Schiff hergeben dann. Aber ich weiß nicht, ich weiß tatsächlich nicht, was besser ist. Die Viper oder die Cobra? Was? Die Cobra ist ein klassisches Mehrzweckraumschiff, das im gesamten von den Menschen besiedelten Weltraum Verwendung findet. Das erste Modell wurde 3100 von der Schiffswerft Leif Cowell und McGrath and Leif gebaut. Trotz der vielen Dienstjahre ist es immer noch ein beliebtes Raumschiff bei Einzelpiloten, die vor allem die Ausgewogenheit von Ladekapazität und Kampffähigkeit zu schätzen wissen. Für jedes Schiff ist mindestens ein kleiner Landeplatz erforderlich. So, Viper MK4. Ist das eigentlich so verschwommen da? Also diese Kosten da, 437.000, ist ein bisschen verschwommen. Cobra MK4 ist ultra selten. Okay. Na gut. Ja, die Frage ist, soll ich dann die... Ich frage jetzt einfach mal den Chat. Soll ich dann die Viper nehmen oder was soll ich nehmen? Also soll ich die dann die... Ich vermute mal die Viper nehmen, oder? Hi, es kommt drauf an, was du machen willst. Marder 1981. Erstmal hallo natürlich. Ich bin immer so ein bisschen gerne multifunktionsmäßig unterwegs. Das heißt, mit welchem Schiff du was machen willst. Aha. Na, im Prinzip eigentlich alles. Wobei, weiß ich nicht, so Transportmissionen bin ich jetzt vielleicht nicht ganz so prickelnd.
Viper MK4 von Falcon Delassie stellt eine verstärkte Version des MK3-Modells dar, um dem Einsatzzweck als schwerer Fighter gerecht zu werden. Sie ist zwar etwas langsamer als das ältere Modell, bietet dafür aber viel effizientere Schilde und Panzerung durch spezielle Aufnahmekapazitäten für die leistungsfähigere Energieversorgungs- und Antriebssysteme ist sie zudem besser für Langstreckenpatrouillen und schnelle Einsätze geeignet. Durch die Möglichkeit, das Energieversorgungssystem aufzurüsten, können auch individuelle Waffen und Module installiert werden. Aus diesem Grund ist der vielfältige Fighter sowohl für private Sicherheitsfirmen als auch militärische Flotten perfekt geeignet. Für dieses Schiff ist mindestens ein kleiner Landeplatz erforderlich. Multifunktional Cobra 3. Okay, dann nehmen wir die Cobra. Im Chat steht, ich soll die Cobra nehmen, dann nehmen wir die Cobra. Aufhängungen. Impulslaser. Haha, Schubdüsen, okay. Schildgenerator, Frachtgestell, Aufklärungsscanner. Nein, Viper. Erde. Cobra MK3. Nee, Viper MK4 brauche ich. Die hier brauche ich. So, die brauche ich. Viper MK4 Diamondback. Na gut, dann kaufen wir mal die. Mal gucken. Panzerung, Frachtkapazität geht nach oben. So, Kaufoptionen. Jawohl. Aktuelles Schiff austauschen. Kosten für neues Schiff. Na gut. Viper MK... Achso. Viper MK3 aktuell, jetzt kommen die Viper MK4. Na gut. So, du verlierst dein aktuelles Schiff samt Modulen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja, ist kein Problem. Weg. So. Dann schließen wir den Kauf ab. Dann nehmen wir die Viper MK4. Und dann rüsten wir die jetzt mal nur ein bisschen auf. Sternenhafendienste. So. Ausrüstung. Wir dürften jetzt einiges an Kohle übrig haben. Das können wir jetzt investieren. So. Ach stimmt, ich wollte die Cobra eigentlich nehmen. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ich wollte... Wieso habe ich jetzt die Viper genommen? Ich wollte die Cobra nehmen. Werft. So, Cobra MK3. So, Kosten für dein Schiff. Teilewechsel bei aktuellem Schiff. Gewinn 44.000. So. Viper MK4. Zack. Cobra MK3. Jetzt war ich mega verwirrt. Ist sehr schön. Im Stat steht, nimm die Cobra, nimm die Cobra, nimm die Cobra. Ich nehme die Viper. War ein Fehler. Ganz wichtig, achte auf deine Versicherung, wenn du das Schiff jetzt ausrüstest. Ja, das dürfte ein bisschen teurer werden. So, Ausrüstung. Cobra ist schneller und hat eine höhere Manövrierfähigkeit als Viper. Dafür weniger Panzerung und Schilde. Na, schauen wir mal. Das wird bestimmt gut gehen. So, Impulslaser. Mittlere Aufhängung. Shop durchsuchen. Impulslaser. Thermisch. Der ist statisch. Zack. Panzerung, Durchdringung 35. Schaden pro Sekunde, Schaden, Energiebedarf. Okay. Der ist kardanisch, das passt. So, austauschen. So, machen wir den Impulslaser hier. Dann hier packen wir auch den 2F rein einfach. Pulslaser. Ich finde sie komplett ausgebaut. Sehr gut, ne? Gucken wir doch mal. So, 2F. Nehmen wir den Kardanisch hier. Zack. Kaufoption. Austauschen. Jawohl. Na
Okay, mittlere Aufhängung. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz mal im Prinzip. Ah, wir können auch Strahlenlaser machen. Gibt es die auch kardanisch? Bestimmt, ne? Schaden pro Sekunde. Okay, 12,5 Schaden pro Sekunde kostet halt ein halbes Vermögen. Können wir dann vielleicht später machen. Ist auf jeden Fall kardanisch. Ein Dauerstrahllaser auf einem kardanisch aufgehängten Gestell mit unterstützter Signaturverfolgung. Energiebedarf geht hoch, Energieverteilung, thermische Ladung. Ha. Auf die thermische Ladung muss ich ein bisschen aufpassen. So. So, im Chat steht aber im Chat steht ein richtiges. Nämlich Frameshift-Antrieb. Den bauen wir zuerst aus. 4E ist installiert. Maximale Reichweite.